Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu libgdx, Spieleentwicklung in Java. So, heute wollen wir das erste Mal ein Bild importieren bzw. benutzen und das erste Mal ist es ein bisschen umständlich, deswegen zeige ich euch das hier mal ausführlich. Die danach werde ich alle einfach schon reinmachen und ich werde einfach annehmen, dass ihr wisst, wie man die Dinger reinkopiert. Okay, also jetzt gut aufpassen, es wird wichtig. So, als erstes brauchen wir natürlich mal frei benutzbare Bilder bzw. ihr könnt euch natürlich auch welche kaufen, aber achtet darauf, dass es Sprites sind. Also schreibt sich so S-P-R-I-T-E und die Dinger werden wir noch öfters benutzen, denn die sind mega nützlich und ja. Okay, was wir dann bekommen, ich habe zum Beispiel hier diese Skeleton Warrior Animation bekommen und die habe ich mal reinkopiert in den Ordner libgdx. Das ist hier und im Data-Ordner ist alles, was ich brauche. So, diesen Data-Ordner, den ziehe ich jetzt einfach hier rein in den Ordner Desktop. Und hier steht einfach Copy Files and Folders, okay. Aber hier ist noch nicht alles so, wie wir das gerne hätten. Hier unten ist der Data-Ordner, aber wir brauchen den in dem Assets-Ordner. Dazu gehen wir hierher, gehen auf Move und dann gehen wir hier wieder auf Desktop und hier dann auf den Assets-Ordner. Hier können wir das einfach reinkopieren und schon sind wir glücklich. Hier ist der Data-Ordner und die Warrior Skeleton Animation. Und was das alles ist, das werde ich euch noch zeigen. Hier brauchen wir nämlich dann später den Texture-Atlas davon. Und den werde ich euch dann natürlich auch vorstellen. Aber zunächst einmal wollen wir ein einzelnes Bild laden. Dazu gehen wir her und wählen einfach irgendein Bild aus. Ist egal, also jetzt nur als Beispiel mal diese Attack 1 hier genommen. Gehen hier auf Copy Qualified Name. Und jetzt haben wir den Pfad für unser Bild. Hier oben steht schon ein Bild drin, das entfernen wir. Und packen jetzt hier unseren Pfad rein, also einfach STRG V drücken. Und ja, wir brauchen hier aber nicht den vollen Pfad, wir brauchen alles ab Data. Achtung, vorne vor dem Data ist auch kein Slash mehr. Das liegt daran, dass wir das in Assets reinkopiert haben, dass das so schön funktioniert. Und ja, jetzt haben wir unser erstes Bild hier reingetan, und zwar unser eigenes Bild. Und wenn wir das Ganze jetzt starten, dann sehen wir zunächst einmal gar nichts, weil es mal wieder auf dem falschen Bildschirm ist. Jetzt haben wir einen roten Hintergrund und haben einen wunderbar coolen Skelettkrieger hier rumstehen. Wenn wir jetzt noch die Hintergrundfarbe ändern wollen, weil Rot vielleicht nicht ganz so in unserem Sinne ist, dann gehen wir hier einfach her und tauschen die Nuller gegen Einser aus, dann wird der Hintergrund auf einmal weiß. So, und jetzt muss ich das jedes Mal verschieben, das ist ja echt doof. Okay, und jetzt haben wir hier einen Skelettkrieger auf einem weißen Hintergrund und wir sehen, was ganz wichtig ist, nämlich dass das, was nicht wirklich zu unserem Sprite dazugehört, dass das auch wirklich transparent ist. Also wenn ihr selber die Bilder erstellt, achtet darauf, dass ihr einen transparenten Hintergrund habt. Okay. Ja, so viel dazu. Das war's auch schon wieder für heute. Nächstes Mal geht es dann weiter, wie wir diesen Texture Atlas kreieren und dann diese dynamisch sich verändernden Sachen hier reinkopiert kriegen. Okay, also was wir gerade machen, ist eigentlich 2D-Spieleentwicklung. Für die Leute, die 3D erwarten, mal gucken, ob wir das machen. Wenn ihr mega Interesse zeigt, wahrscheinlich schon. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.